Die Zeit zwischen 751 und 829, also die Regentschaft der Könige Pippin, Karl und Ludwig, gilt als Blütezeit des Frankenreiches. Im Rückblick erscheint die Machtübernahme durch die Karolinger als logischer Folge ihrer Macht als Hausmeier. Schon die karolingische Geschichtsschreibung stellt die Merowingerkönige als machtlose Marionetten hin. Entsprechend mehrschichtig wurde auch die lange vorbereitete Königserhebung Pippins begründet. Für das Engagement des Papstes in dieser Angelegenheit garantierte Pippin Stefan II. Auch gleich das Patrimonium Petri, den Kirchenstaat, über die ehemals byzantinischen Gebiete in Mittelitalien. Sie mussten allerdings noch den Langobarden entrissen werden, daher unternahm Pippin als Schutzherr der römischen Kirche 754 und 756 zwei Italienzüge. Karls Regierungsantritt war wenig spektakulär. Nach Pippins Tod wurde das Reich unter Karl und seinem Bruder Karl Mann aufgeteilt, beide wurden zu Königen erhoben. Nach dem Tod Karlmanns 771 war Karl dann Alleinherrscher. Das glorifizierende Karlsbild setzt mit der in den 820er Jahren verfassten Biografie Vita Karoli Magni Einhards ein. Er ist ein Höfling am Hof der Karolinger. In der Folgezeit wurde Karl ständig überhöht und galt bereits im Mittelalter als Idealherrscher. Dadurch, dass sich die Europäische Union auf das Frankenreich der Karolinger beruft, wird heute Karl als Pater Europae betont. Seine Leistungen waren die Expansion des Reiches, die Integration der neuen Reichsteile, eine innere Festigung dieses Reichs und vor allem eine Sorge um Bildung und Kultur.